Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 108 Traumata des Krieges Zweiter Teil. Nach dem Frühstück war Harry gegangen, weil er den Tag mit Ginny und Nicholas verbringen wollte, während Hermine bei Severus in den Kerkern geblieben war. Doch anstatt miteinander zu reden, saßen sie weiterhin auf der Couch und schwiegen sich an. Hermine betrachtete den Hauselfen dabei, wie er den Tisch abräumte, und sie überlegte, ob sie Severus wegen seiner Farben ansprechen sollte. Denn der schien nach der Erwähnung von Dracos Auftritt und dem Thema Linda nicht in bester Laune zu sein. Würde sie jetzt auf die Nebenwirkungen des Trankes zu sprechen kommen, würde er ihr sicherlich den Hals umdrehen wollen. Sie entschloss sich dazu, heute nichts dergleichen anzusprechen. Der letzte Schluck Kaffee war getrunken und gleich darauf fragte Hermine: Was wollen wir heute zusammen machen? Was meinen Sie? Fragte er verdutzt. Irgendeinen Trank brauen? Ab und zu muss ich als Ihre Schülerin auch zeigen, dass ich es drauf habe, sagte sie lachend. Sie haben doch gesagt, Sie hätten die Dracheneierschalen mit einem Haltbarkeitszauber belegt. Er nickte, sodass sie mit ihrem Vorschlag herausrückte. Da standen einige interessante Tränke in dem Buch. Vielleicht könnten wir noch einen davon... Mit flehenden Augen und einem Lächeln auf den Lippen blickte sie ihn an, weshalb er fragte. Welcher Trank schwebt Ihnen denn vor? Ich glaube, der hieß Audit Exac. Ah, Sie möchten Ihr Gehör verstärken. Ich rate davon ab, dies am Tag zu tun und schon gar nicht an einem Ort, an welchem Kinder und Jugendliche überall und stetig plappern. Wahrscheinlich würde man seinen Verstand verlieren bei dem ganzen vorpubertären Getratsche und dem hysterischen Gekicher, sagte er schmunzelnd, doch seine Einwände leuchteten ihr ein. Wie wäre es nochmal mit dem Adlerauge? Fragte sie vorsichtig. Der befürchtete Wutausbruch blieb aus, aber dennoch verneinte Severus und empfahl. Lieber etwas anderes. Wenn wir jetzt rechtzeitig beginnen, könnten wir zum Abendessen fertig sein und mit verstärkten Geschmäckern das Mahl der Hauselfen genießen, suggerierte er, und an der Idee fand sie Gefallen. Sie waren noch nicht ins Labor gegangen, denn Hermine hatte eine Unterhaltung begonnen und fragte nun wissbegierig. Haben Sie schon eine Ahnung, wie Albus den Avada überlebt haben könnte? Er schürzte die Lippen und wählte wohlüberlegt seine Worte, bis er endlich antwortete. Ich habe viele Vermutungen. Er blickte sie an und erklärte. Albus hatte niemals Angst vor dem Tod. Was bedeutet, dass er mit der Vortäuschung seines Ablebens nicht sein eigenes Leben schützen wollte. Das wiederum lässt mich vermuten, dass er schon lange Zeit etwas geplant haben musste, nämlich Black ebenfalls aus dem Weg zu räumen und danach sich selbst. Eine Braue formte einen ebenmäßigen Bogen über seinem Auge, bevor er anfügte. Natürlich alles zum Wohle von Harry. Nun lag es an ihr, ein wenig nachzudenken, und sie fragte, wenn es nichts Schwarzmagisches gewesen war, was er Sirius gegeben und später auch selbst eingenommen hatte, wenn es nicht einmal etwas war, das man erst brauen muss, um was könnte es sich dann handeln? Um an diesem Punkt weitere Theorien aufstellen zu können, wäre es interessant zu wissen, ob sich ein Körper in Albus Grab befindet, warf er ein. Weshalb? Sie glauben trotzdem, Albus hier herumläuft, dass sein Körper im Grab liegen könnte? Sagen Sie bitte nicht, dass der Direktor nicht unser Direktor ist, sagte sie etwas verängstigt.
Nein, das möchte ich nicht behaupten. Es handelt sich, wie Sie es so schön ausgedrückt haben, um unseren Elvis. Aber ich habe einmal vor einer besonderen und seltenen Fähigkeit gelesen. Warten Sie, ich hole das Buch. Severus entnahm einem Schrank das Buch mit dem Titel Die 12 Briefe der Cassandra Trelawney, welches sie schon einmal in der Hand gehabt hatte, als sie das erste Mal in Severus Labor wegen Harrys Gabe geforscht hatte. Er reichte es Hermine, die es auf ihren Schoß legte. Trotzdem war er es, der in den Seiten blätterte, bis er das Kapitel über Doppelgänger gefunden hatte. Sie las es und zwang sich dazu, nicht jeden Satz gleich dreimal verschlingen zu wollen. Das wäre natürlich eine Erklärung, auch wenn ich davon noch nie etwas gehört habe, sagte Hermine. Wir können gern, wenn Albus sich am Montag wieder herausfinden sollte, am Abend sein Grab aufsuchen und einfach nachschauen, sagte er verschwörerisch klingend. Und wenn wir keine Leiche finden sollten? Wollte sie wissen. Dann wissen wir, dass er nicht über die Gabe des Doppelgängertums verfügt, antwortete er gewissenhaft. Wenn wir eine Leiche finden sollten, dann würde das doch aber bedeuten, dass es sich doch nicht um unseren Albus handelt, sondern um eine Kopie, die er von sich angefertigt hat, sagte sie leise. Severus nickte und seine Augen senkten sich langsam zu Boden, bevor er mit bebender Stimme sagte: Es würde aber noch etwas anderes bedeuten, nämlich dass ich Albus damals auf dem Astronomieturm tatsächlich ermordet habe. Sie bemerkte, dass ihm dieser Gedanke schwer zu schaffen machte. Das jahrelange quälende Wissen, Albus ermordet zu haben, war nach dem Sieg über Voldemort mit einem Schlag wie ausradiert gewesen, nachdem der vermeintlich Tote auf der Bildfläche aufgetaucht war. Severus wollte nicht noch einmal mit der Schuld leben, die so schwer auf ihm gelastet hatte. Leise sagte Hermine: Aber es wird doch niemand erfahren. Ich werde es wissen, belferte er, sodass sie kurz zusammenzuckte. Er fuhr aufgeregt mit einer Hand durch seine fransigen, glänzenden Haarsträhnen und fügte ruhiger hinzu: Sollten wir eine Leiche finden, würde dies bedeuten, ich hätte das Original ermordet und diese herumwandelnde Kopie wäre das Einzige, das mich vor Azkaban bewahrt. Ich hätte gut Lust, gleich jetzt an den See zu gehen. Der Gedanke ist... Es war für ihn unerträglich, womöglich doch Albus Mörder zu sein. Sollte dort wirklich eine Leiche liegen, würde das höchstens untermauern, dass sie nur seine Marionette gewesen waren, Severus. Machen Sie sich keine Sorgen. Denn sie haben in seinem Sinne gehandelt, sagte sie beruhigend, doch ihre Worte schienen ihn eher aufzuwühlen. Glauben Sie, ich würde mit diesem Gedanken leben wollen? Fragte er spöttisch. Warum haben Sie es denn überhaupt getan, wenn der Gedanke daran so... Er unterbrach sie barsch und erklärte: Ich habe nie damit gerechnet, den Krieg lebend zu überstehen. Ich habe das getan, was man von mir verlangt hat. Denn ich hatte ja nichts zu verlieren. Severus atmete heftig, erzählte jedoch weiter. Als ich mit Draco zurück nach Hogwarts gekommen bin, da hatte ich mich darauf eingestellt, dass dies mein letzter Tag auf Erden sein würde. Und diese Vorstellung war nicht einmal erschreckend oder beängstigend, weil ich es für mein Schicksal gehalten hatte. Mein einziges Ziel war es, Voldemort endgültig tot zu sehen. Er schüttelte den Kopf. Jede Minute hatte ich mit meinem Tod gerechnet und dann... Seine Stimme... wurde leiser. War plötzlich alles vorbei. Er schluckte kräftig, bevor er flüsternd fortfuhr. Und ich war enttäuscht. Damit sie ihn nicht falsch verstehen würde, erklärte er noch: Enttäuscht, dass ich mich in meinem Schicksal geirrt haben sollte. Sie verstand ihn gut und fühlte mit ihm, doch er schien eines nicht zu verstehen, weswegen sie sagte: Es war Krieg. Jeder hatte persönliche Opfer bringen müssen und ihr Opfer war es eben, Albus zu... Er unterbrach zornig und blickte sie an, als er böse zischte.
Sie brauchen mir nicht wie einem Kind zu erklären, dass ein Krieg viele Opfer mit sich bringt, Miss Granger. Sein Zorn ließ ihn wieder seine Distanz zu ihr aufbauen. Glauben Sie ja nicht, dass Albus der Erste gewesen war, der durch mich den Tod gefunden hatte. Ich habe genug Menschen ins Grab befördert. Hermines Herzschlag hatte sich beschleunigt, wie auch ihre Atmung. Severus war momentan wie früher ein griesgrämiger Lehrer, listiger Spion, heimtückischer Todesser. Er war bösartig und wirkte gefährlich und, wie sie glaubte, jeden Moment damit rechnen zu müssen, dass er sie verbal niedermachen oder er ihr sogar einen Fluch auf den Hals hetzen würde. Der Gryffindorsche Mut war jedoch ein Teil von ihr, aber vor allem war er noch vorhanden, sodass sie, wenn auch recht leise und sehr unsicher, konterte. Sie brauchen gar nicht zu denken, dass Sie der Einzige in diesem Raum sind, der Menschen töten musste, um selbst am Leben zu bleiben. Sie wollte ihn damit eigentlich vor Augen halten, dass auch sie Leben auf dem Gewissen hatte, wie alle anderen auch, wie Harry, Ron und selbst Neville und Luna. Die aufflackernde Erinnerung an die vielen Kämpfe, die sie hatte bestreiten müssen, um Harry bei der Suche nach den Horcruxen zu helfen, brachten jedoch auch unverhofft Erinnerungen an die Menschen zurück, die durch ihre Hand den Tod gefunden hatten. Die auf ihrer Seele lastende Schuld, die sie durch die vielen Gespräche mit ihren Freunden längst bewältigt glaubte, überflutete schlagartig ihr Bewusstsein, sodass sie ihre Traurigkeit gar nicht mehr aufhalten konnte. Schuld war nämlich eines der Gefühle, was immer bleiben würde. Neville hatte damals nach einem Kampf zu ihr gesagt, dass er nur damit leben konnte, weil Notwehr und Verteidigung sein Handeln rechtfertigen würden und dass sie sich das immer vor Augen halten sollte. Hermine hatte daraufhin versucht, sich nicht weiter zu fragen, in wessen Schicksal sie eingegriffen hatte und wessen Leben sie genommen hatte. Sie hatte das Leben ihrer Freunde und ihr eigenes retten müssen und hatte dafür über Leichen gehen müssen. Obwohl Tränen ihre Wangen herunterliefen, weinte sie nicht ersichtlich. Hermine senkte ihren Blick und betrachtete die Hände in ihrem Schoß. Und erst da bemerkte sie, dass diese wegen der scheußlichen Erinnerung an den Krieg und die vielen Kämpfe wie wild zitterten. Nach einer lang anherrschenden Stille hörte sie Severus' Stimme, der reumütig sagte: Es tut mir wirklich leid, Hermine. Ich wollte keine schlimmen Erinnerungen wecken. Sie war kein unschuldiges Mädchen, welches das Glück gehabt hatte, behütet und fernab aller Grausamkeiten aufzuwachsen. Sie hatte mit ansehen müssen, wie Verbündete gestorben waren, deren Wunden sie nicht heilen konnte. Sie hatte sich gegen Zauberer und Muggel verteidigen müssen, die ihr Versteck ausfindig gemacht hatten und nur einem Ziel nachgegangen waren, nämlich alle Feinde zu töten. Besser die als wir, war die Maxime gewesen, die Dean aufgestellt hatte, und jeder hatte sich daran gehalten. Ohne auf seine Entschuldigung einzugehen, wimmerte Hermine herzerweichend, weil sie es einfach loswerden wollte. Ich habe Menschen getötet, die unter Imperius gestanden haben. Es waren Unschuldige. Aber hätte ich sie nicht aufgehalten? Sie presste ihre Lippen zusammen und zog die Nase hoch, als sie plötzlich ein weißes Tuch vor Augen hatte. Severus hatte ihr ein Taschentuch gereicht. Severus schlug vor, mit der Arbeit zu beginnen, und Hermine war dankbar dafür, denn so konnte sie sich schon immer am besten ablenken. Abends in der großen Halle fiel Hermine am Lehrertisch besonders auf, dass sie bei allem, was sie aß, genüsslich innehielt und sich das Essen auf der Zunge zergehen ließ. Jedes Mal entwich ihr dabei ein wohliges Stöhnen, welches ihr Entzücken zum Ausdruck brachte
und Harry runzelte daher verdattert die Stirn. Selbst Severus verhielt sich anders als sonst, denn auch er genoss sichtlich die exquisite Küche der Hauselfen. Beim Dessert, einem stinknormalen Vanillepudding, hatte Harry genug und er lehnte sich mit seinem Löffel in der Hand vorbei an Severus' Oberkörper, um ungefragt etwas von Hermines Dessert zu stibitzen, um zu sehen, ob es besser schmecken würde als sein eigenes. Sie störte sich nicht daran, sondern grinste nur verstohlen. Während sie genüsslich weiter aß, nahm Harry skeptisch den Happen gelben Naschwerks in den Mund, konnte aber geschmacklich keinen Unterschied ausmachen. Dreist steuerte seine mit dem Löffel bewaffnete Hand auf Severus' Schälchen zu, doch da zischte sein Kollege drohend. »Wagen Sie es ja nicht, Ihren mit Speichel besudelten Löffel in meine Süßspeise zu tauchen.« »Das schmeckt völlig gleich, Hermine. Ich weiß wirklich nicht, warum du so ein Theater um einen Vanillepudding machst«, sagte er an Severus vorbei. Doch Hermine lächelte nur geheimnisvoll und überlegte, ob sie ihm später von dem Trank erzählen sollte, der den Geschmackssinn verfeinerte und Gutes noch besser schmecken ließ. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.